Und dann gestern war meine Geburtstagsparty. Gestern war meine Geburtstagsparty, Chat. Da waren auch YouTuber und so weiter eingeladen. Ich habe alle eingeladen, alle. Ich habe Berkuli eingeladen. Ich habe Umut eingeladen. Ich habe Wakes eingeladen. Ich habe Daniel Slump eingeladen. Ich habe Eldos eingeladen. Ich habe Mustihaft eingeladen. Ich habe Koray eingeladen. Ich habe alle meine YouTube-Kollegen eingeladen. Abdallah, Furki. Und am Ende ist nur Wakes gekommen. Na und Abdallah. Abdallah ist auch gekommen. Abdallah ist auch gekommen, Chat. Abdallah ist auch gekommen. W Wakes und Faro, Chat. W Wakes und Faro, sie sind extra gekommen gestern. Für meinen Geburtstag. Welcher Musti? Beide. Mustihaft und X-Musti. Max, der rechte 1810 donated 100. Aber deswegen war ich gestern nicht live. Kannst du mich gründen? Nur vom Fußballplatz aus, weil ich danach meinen Geburtstag gefeiert habe und ich musste halt alles aufbauen. Heute alles abbauen. Irgendwer von meinen Freunden hat einfach in mein Badezimmer gepinkelt. Einfach so. Von meinen echten Freunden nicht. Das waren nicht irgendwelche Jungs, die ich so einmal gesehen habe oder so. Das sind meine Freunde. Irgendwer pinkelt einfach mal auf den Boden, Chat. Nicht so ein bisschen daneben. Das war nicht mal in der Nähe von der Toilette. Das war nicht mal in der Nähe von der Toilette. Das war ganz weit weg. Also der hat nicht falsch gezielt. Er hat absichtlich auf den Boden gepinkelt. Und das Ding ist, es sagt ja auch keiner, wer es war. Wie wer? Ich weiß es selber nicht. Irgendwer von meinen Freunden geht einfach aufs Klo, denkt sich, ja, ich muss pinkeln. Oh, Digga, der hat ja gar keine Toilette. Vielleicht hat er die Toilette nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich schwöre es nicht. Besser ist Abdallah. Besser ist, dass du es nicht warst. Sonst komme ich nach Kassel und dann mit Feuerzeug und Deo. Hi, Hamid, bist du auch am Digga? Aykut, bitte. Bruder, spar dir deinen Joke, Bruder, den nur du lustig findest seit 2019. Dankeschön für deinen Sub, aber Rimov, dankeschön für deinen Sub im 9. Mein Bruder Rimov. Dankeschön für die ganzen Subs auch, die gestern reingekommen sind. Jungs, wir haben gestern voll viele Subs gemacht, ohne dass ich live war. Sehr, sehr kurzer Stream. Ruf alle an und frag. Ja, ja, Jungs, die meisten haben ja gesagt. Ah, es wird keiner sagen, wer es war. Es wird keiner sagen, Real Talk. Wakes kann es nicht gewesen sein, weil er war nur 20 Minuten da, Chat. Aber Wakes war hackedicht, ne? Er hat mich so genervt an diesem Abend. Ey, Wakes war so. Alter, ich. Ich liege jetzt nichts, aber in meinem Vlog, ich mache einen Ein-Wochen-Vlog, WS in den Chat dafür. Da kommt das vor, Digga, der ist so hackedicht gewesen, Real Talk Chat. Warte, der hat sogar bei Instagram einfach meine Wohnung geleakt. Hat ihn gar nicht gejuckt. Ich meinte so, Bruder, das hat man noch nicht gesehen, das will ich für die Roomtour aufsparen. Er hat in die Story gepostet. Da. Guckt euch das an, Chat. Wo ich gelandet bin. Ahmed Loco! Was geht ab? Er ist extra aus Hamburg hier. Wisst ihr, wie reich der Typ ist? Ihr wisst, er ist reich, wenn man sowas machen kann. Mit diesem klopfen Kühlschrank. Einfach reich geworden. Ja, krank. Ich bin reich, du bist krank. Habt ihr gemerkt, ich habe gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich meine, ich habe erstmal genickt. Ich habe einfach genickt, als er gesagt hat, er ist reich. Ich habe so gemacht. Also ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Und dann habe ich es realisiert und dann kam dieses: Ich bin reich, du bist reich, Junge. Guckt euch das an, ich realisiere das gar nicht, Chat. Guck mal, wo ich gelandet bin. Ahmed Loco. Was geht ab? Er ist extra aus Hamburg hier. Wisst ihr, wie reich der Typ ist? Ihr wisst, er ist reich, wenn man sowas machen kann. Mit diesem klopfen Kühlschrank. Chat, Ahmed Loco 0,0 reich, Chat. Dieses T-Shirt, ausgeliehen von Sydney. Diese Kette, ausgeliehen von einem Kollegen, der da war. Ich meinte, so leih mal aus für den Tag. Einfach nichts gehört mir, was ich da anhab. Die Hose habe ich geschenkt bekommen, die Schuhe auch. Einfach reich geworden. Ja, krank. Ich bin reich, du bist krank. Krank. Happy Birthday, Bruder. Ah, darf man noch nicht? Er hat einfach Wohnung geleakt, Jen. Ein ganzes Wohnzimmer aufgenommen und er meinte, Bruder, man hat eh nicht so viel gesehen. Dankeschön. Der Kühlschrank ist echt krass. Den hat meine Mutter ausgesucht, Chat. Den hat meine Mutter ausgesucht, den Kühlschrank. W Kühlschrank, seid ehrlich. Kühlschrank ist ehrlich sehr cool. Auf Ernst, ich feiere das auch. Den Kühlschrank. Habe ich sonst noch selber irgendwas in die Story? Ich habe nicht so viel in die Story gepackt, muss ich sagen.
Keine Ahnung, das kommt alles in den Vlog, deswegen habe ich Stories bisher vernachlässigt, weil ich einen Ein-Woche-Vlog mache. Seid ehrlich, aber W, ich nehme so eine Woche, nehme ich euch so mit und zeige euch so, wie das so abläuft, Streaming, was ich sonst noch mache. Vielleicht sind es auch nur 5 Tage, wenn ich es früher hochladen will. Skatebar bei einer Party. Also ich habe das erste Mal in meiner Wohnung eine Party gefeiert. Ich komme nach Hause, ich gehe in mein Klo und es riecht komisch. Ich gucke, irgendwer hat auf meinen Boden gepisst. Digga, wer von meinen Kollegen hat auf meinen Boden gepisst? Ich weiß nicht, was das soll, Real Talk.